Farben sind für mich ein Lebensgefühl, eine Art, Emotionen auszudrücken, seine eigene Fantasiewelt zu kreieren und die Tür, um auch mal aus der Realität zu entfliehen. Hi, mein Name ist Katharina. Ich bin 29 Jahre alt und lebe hier auf 61 Quadratmetern im wunderschönen München zusammen mit meinem Freund. Und ich arbeite als Kunsttherapeutin. Kunst hat mich mein Leben lang schon begleitet. Ich habe bei meiner Mama schon früher immer gerne zugeschaut, wie sie gemalt hat. Die hat immer tolle Aquarelle gemalt. Und da habe ich sehr, sehr gerne zugeschaut, wie sie das macht. Und schon mit 9 Jahren habe ich mir dann ihren Aquarellkasten mal stibitzt, obwohl ich das gar nicht durfte. Und eigentlich war mir ab dem Zeitpunkt klar, dass ich gerne Künstlerin werden möchte. So hat sich die Kunst auch viel in unserer Wohnung eingefunden, hat hier ihren Platz eingenommen und wurde dann ergänzt durch ganz viele farbige Akzente und Accessoires und Möbel. Und so begleitet die uns hier auch im Alltag. Ganz besonders wichtig sind mir die Kunstwerke, die hier im Wohnzimmer bei uns hängen. Das ist eine zweiteilige Arbeit und die ist mir einerseits sehr wichtig, weil ich die mit meinem Freund zusammen gemalt habe, der, um ehrlich zu sein, künstlerisch komplett unbegabt ist. Es hat aber super viel Spaß gemacht und es gibt der Wohnung und dem Raum auch irgendwie nochmal so eine andere persönliche Note. Und andererseits ist es mir auch sehr wichtig, weil da auch was von meiner Mama drauf verewigt ist. Und zwar so eine Art Lebensmotto, was sie mir mitgegeben hat. Da steht drauf, work hard, play harder. Und ja, das hat sich jetzt zu so einer Art Mantra entwickelt. Mein Einrichtungsstil zu beschreiben, finde ich gar nicht mal so leicht. Wir haben Einflüsse aus Space Age, wie zum Beispiel diesen wunderbaren Tisch hier. Alles, was verchromt ist, habe ich sehr, sehr gerne. Das hat auch überall mal einen Platz in der Wohnung. Und die Farben sind sehr dominant bei uns zu Hause. Und es passiert auch, dass sich Leute fragen, ob mein Freund das Rosa zum Beispiel so gut findet oder generell, dass es hier sehr, sehr bunt ist. Der nickt das Gott sei Dank aber immer recht entspannt ab. Meine Interior Addiction sind eindeutig Vasen. Wir haben relativ viele Vasen in der Wohnung. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich schätze über 20 insgesamt. Und von denen kann ich nicht genug kriegen, denn sie sind toll, weil sie so viel unterschiedliche Farben, Formen, Größen haben können und sich deshalb ganz vielseitig einsetzen lassen und dementsprechend mehr sind als nur etwas, um Blumen reinzutun, sondern vielmehr auch zum kleinen Designobjekt werden. Die größte Herausforderung beim Einrichten war definitiv das Wohnzimmer. Es ist ein sehr, sehr kleiner Raum und da hatte ich relativ viel rumexperimentiert mit dem Grundrissplan. Das heißt, es gab Miniaturen von allen Möbeln und ich habe so ein bisschen rumgeschoben, damit hier alles wirklich reinpasst. Wir hatten davor zum Beispiel auch schon die Couch, die wir bei Westwing gekauft haben. Auf die wollten wir auf gar keinen Fall verzichten, weil sie super bequem ist und das absolute Herzstück. Wir befinden uns hier in unserem Schlafzimmer. Das ist der größte Raum bei uns in der Wohnung, witzigerweise. Und hat auch am meisten Wandlungen durchgemacht von allen Räumen. Wir haben sogar auch mal die Räume getauscht gehabt. Und ich bin aber inzwischen sehr zufrieden, wie alles steht. Also wir hatten den Kleiderschrank als erstes und danach hat sich so das Bett auch gefunden. Und die Farbigkeit hat sich auch öfter mal gewechselt, hat sich aber letztendlich dann definiert, witzigerweise über die Deckenlampe. Da ist so ein rosa-pink-Ton mit drin und rot und hellgelb. Und das findet sich inzwischen auch in allen Möbeln wieder, die ganzen Töne oder auch in dem Bild hinter mir. Und dann haben wir hier auch wieder so einen mini-kleinen Space-Age-Einfluss durch so einen Beistellwagen. Und so hat sich am Ende alles gefügt.
Das Bild hinter mir ist eher eine meiner größeren Arbeiten. Die wollte ich auch unbedingt so groß haben. Und beim Spiel mit Farben gehe ich meist relativ intuitiv vor. Das ist viel aus dem Bauch heraus, wie ich entscheide, welche Farben hier zusammenfinden. Wobei ich sagen würde, dass es meistens ganz schön ist, wenn man mit Kontrasten arbeitet, dass man zum Beispiel eine kühlere Farbe mit was Wärmeren kombiniert. Haben wir bei uns in der Wohnung auch ganz viel mit Blau und Rosa. Kunst hat hier bei uns zu Hause ganz viel Platz, so aber nicht nur meine Kunst, sondern zum Beispiel auch von meinem Neffen. Da hängt da drüben ein ganz kleines, feines Bild von einem Engel. Achtung, jetzt wird es kuschelig, denn mit den Produkten aus unserer Westwing Collection verwandelst du dein Schlafzimmer ganz einfach in eine gemütliche Wohlfühloase. Viel Spaß beim Shoppen! Hier sind wir jetzt in unserer Küche und wir haben keine Küche drin gehabt in der Wohnung, was ja bei Mietwohnungen eigentlich nicht so üblich ist. Wir haben uns für eine aus dunklem Holz entschieden, was ich ganz schön fand, damit man besser mit den Farbakzenten spielen kann. Und so findet sich hier zum Beispiel auch unser relativ knallig blauer Kühlschrank und auch immer mal wieder so rosa und grün Akzente. Was wir aber geändert haben, sind tatsächlich die Küchenrückwand. Da war davor so ein Kupferblech und jetzt haben wir da so Klickfliesen. Die sind relativ praktisch, weil man die einfach wieder wegmachen kann, wenn man auszieht, und so hat man am Ende weniger Arbeit. Unsere Küche besteht natürlich nicht nur aus der Küchenzeile. Wir haben hier drüben auch noch so eine kleine Kaffeeecke. Die habe ich ganz besonders gerne, insbesondere wegen meiner Liebe zur Keramik. Da sind ganz viele unterschiedliche Tassen, wo ich Gäste auch gerne mal frage, welche Tasse ihnen denn heute am liebsten wäre. Und ergänzt wird es dann noch, wir haben eine Wohnküche über einen kleinen Tisch mit ein paar Stühlen. Da findet sich auch im Tisch das Thema Space Age wieder. Das ist ein alter Tisch aus den 70ern und auch das Farbspektrum von Blau im Bild und Rosa in den Stühlen. Für mehr Inspiration klickt auf die Playlist. Das war's von mir. Tschüss!